Ja, es stimmt. Ein neues Video von Kudo. Oh mein Gott, ein neues Video. Ich bin so gehypt. Ich freue mich so doll. Oh mein Gott, ein neues Video. Ja. Jeder weiß, dass die Hohe See voller Geheimnisse ist und nirgendwo ist dies wahrer als in Eiichiro Odas legendärem Manga One Piece. Die Abenteuer von Ruffy haben seit ihrem Debüt im Jahr 1997 fast 960 Anime-Episoden und über 1000 Manga-Kapitel ausgelöst. Es ist zu einer der meistverkauften Serien in der Geschichte geworden. Obwohl es anfangs schwierig war, dank einer wirklich schrecklichen Anpassung ein westliches Publikum zu finden, haben Fortschritte in der Technologie One Piece einem globalen Publikum zugänglich gemacht und es ist jetzt ein internationales Franchise. One Piece ist berühmt für seine Geheimnisse, abgesehen von der Flut erstaunlich gestalteter und gut entwickelter Charaktere und dem endlosen Strom aufregender, packender Geschichten. Angesichts der Tatsache, dass die Serie seit 20 Jahren läuft, ist es überraschend, wie viele Fragen bei den Gezeiten der Grand Line noch offen sind. Heute werde ich die wichtigsten Geheimnisse untersuchen, die im One Piece-Universum noch nicht vollständig behandelt wurden. Von großen, wichtigen Charakteren haben Fans kaum Story-Elemente gesehen, die angedeutet wurden, aber noch nicht in den Vordergrund getreten sind. Hier sind deshalb die 15 größten Rätsel und Fragen in One Piece. Wer ist der neue dritte Admiral? Nach dem Marineford-Krieg zwischen den Whitebeard-Piraten und der Marine war eine Erschütterung an der Spitze der Befehlskette der Marine angebracht. Als Flottenadmiral Sengoku zurücktrat, nahm Akainu seinen Platz ein und Aokiji trat zurück. Da nur noch Kizaru in seiner Rolle als Admiral übrig war, wurden zwei Ersatzadmiräle benötigt, von denen der erste im Dressrosa-Arc enthüllt wurde, der faire, aber furchterregende Admiral Fujitora. Damit bleibt eine neue mächtige Figur an der Spitze der Marinehierarchie, die die Fans noch nicht gesehen haben. Alles, was über diese mysteriöse Person bekannt ist, ist, dass der Codename Ryokugyu ist, was übersetzt Green Bull bedeutet. Derzeit sind keine Informationen über die Macht dieses Charakters, die Fähigkeit der Teufelsfrucht oder darüber, wie er überhaupt zum Admiral wurde, verfügbar. Es ist jedoch sicher, dass diese neue Figur in einer zukünftigen Geschichte eine herausragende Rolle spielen wird. Warum ist Kaido unsterblich? Der Yonko Kaido wurde für eine schrecklich lange Zeit aufgebaut und steht jetzt davor, gegen Ruffy anzutreten. Obwohl ein Großteil seiner Kräfte und Fähigkeiten verborgen bleibt, hat Oda mehrere Teaser gegeben. Das Faszinierendste ist Kaidos angebliche Unfähigkeit zu sterben. In einer kurzen Szene versucht Kaido scheinbar zum x-ten Mal Selbstmord zu begehen. Wieder einmal scheitert er und eine kurze Rückblende behauptet, dass der Pirat viele Male von der Marine gefangen genommen wurde, sie ihn jedoch nicht jedes Mal hingerichtet haben. Dies wirft eine ganze Reihe von Fragen und Theorien auf, wie Kaido zu seiner offensichtlichen Unsterblichkeit gelangt ist. Ist er einfach unglaublich langlebig? Ist es seine Teufelsfruchtkraft? Hat ihn jemand mit der OP-Opinomie unsterblich gemacht? Es gibt viele Fragen und nur wenige Antworten, aber die Geschichte schleicht sich langsam an dem Punkt, an dem alles enthüllt werden sollte. Was ist das volle Potenzial hinter dem Erwachen von Teufelsfrüchten? Es ist seit einiger Zeit klar, dass die Fähigkeit einer Person, ihre Teufelsfrucht zu kontrollieren, unterschiedliche Ebenen hat. Ein Konzept, das durch Ruffys zweite, dritte und vierte Gear-Transformation perfekt demonstriert wird. Im Kampf zwischen Ruffy und Doflamingo enthüllte der Shichibukai jedoch, dass Teufelsfrüchte erweckt werden könnten, um eine völlig neue Machtstufe freizusetzen. Das einzige Erwachen, das bisher vollständig gezeigt wurde, war Doflamingos eigenes und die Fähigkeit scheint ihm zu erlauben, die Kraft der Fäden auf seine Umgebung zu übertragen. Abgesehen von der Frage, wie dieses Level überhaupt erreicht wird, ist das wahre Rätsel, welche neue Kraft jeder Charakter hat, der eine Teufelsfrucht verwendet. Wird Ruffy Gebäude und Gegenstände in Gummi verwandeln können? Wird Chopper eine neue Art der Transformation erhalten? Die Möglichkeiten sind sowohl faszinierend als auch endlos. Wer ist Joy Boy? Eine Figur, die ein Rätsel bleibt und dennoch eine bedeutende Figur in der gesamten One Piece Geschichte zu sein scheint, ist Joy Boy. Derzeit als tot angenommen, obwohl man in One Piece nie etwas ausschließen kann, wurde diese Person zum ersten Mal während des Fishman Island Arcs erwähnt und erscheint ein wichtiger Faktor in den Beziehungen zwischen den Fischmenschen und den oberflächenbewohnenden Menschen zu sein. Joy Boy wurde von der Rasse der Fischmenschen sehr geliebt und die Unterwasserspezies versprach, das alte Schiff Noah für ihn zu beschützen. Joy Boy ist verärgert über seine Unfähigkeit, die Noah selbst zu erziehen und hinterlässt Fishman Island eine Entschuldigungsbotschaft auf einem Poneglyph. Das ist an sich schon eine beeindruckende Leistung, da die Steine nicht leicht manipuliert werden können. Da so wenig Informationen verfügbar sind,
wird sich dieses Rätsel wahrscheinlich in der Nähe des Endgames der Serie lösen. Wie mächtig sind die Gorosei? Die fünf alten Männer, die die Welt von One Piece regieren, sind eines der größten Rätsel der Geschichte. Alles von ihrem Namen bis zu ihren Hintergründen ist geheimnisvoll und angesichts der Tatsache, dass sie an der Spitze der Weltregierung sitzen, muss auch davon ausgegangen werden, dass diese Gruppe in irgendeiner Form große Macht besitzt. Ihre Existenz ist zweifellos untrennbar mit einigen der anderen Geheimnisse verbunden. Und die fünf Männer werden sicherlich auch eine große Rolle bei dem erderschütternden Ereignis spielen, das angedeutet wurde, dass irgendwann in der Zukunft auftreten wird. Eine populäre Theorie unter den Fans war, dass das jüngste Mitglied der Gorosei tatsächlich Sanjis Vater sei, dies wurde jedoch natürlich widerlegt. Es zeigt aber nur, wie wenig die Fans über diese überaus mächtige Gruppe wissen. Was ist die wahre Kraft von Shanks? Shanks mag eine der beliebtesten Figuren in der gesamten Serie sein, aber selbst wenn One Piece sich seinem Ende nähert, haben die Fans Shanks und seine Crew noch nicht richtig kämpfen sehen. Sicher, sie haben sich mit ein paar Banditen gestritten und Shanks hat mehrmals sein Königshaki gezeigt. Aber der Status des Piraten als Yonko garantiert, dass er zu viel mehr fähig ist. Dieses Gefühl wurde mehr oder weniger bestätigt, als die Rota-Piraten im Marineford-Krieg auftauchten, wo ihre Anwesenheit den Konflikt effektiv beendete. Die Marine und die Blackbeard-Piraten machten deutlich, dass sie keinen Teil von Shanks und seinen Freunden haben wollten. Höchstwahrscheinlich wird Shanks wahre Macht erst viel später in der Serie enthüllt. Entweder in einem großen zukünftigen Konflikt oder in dem vorgeschlagenen Kampf zwischen Piraten, den Shanks und Ruffy sich gegenseitig versprochen hatten, als dieser noch ein Kind war. Was ist mit Ruffys Familie passiert? Es gibt ein paar hervorstechende Lücken, die gefüllt werden müssen, wenn es um den Hintergrund unseres Protagonisten Ruffy geht. Am wichtigsten ist, dass die Fans unbedingt Ruffys Mutter und die Situation um seine Geburt sehen möchten. Warum hat Dragon zum Beispiel seinen Sohn verlassen? Hat er andere Blutsverwandte wie Geschwister oder Tanten und Onkel? Ruffy selbst hat mehrfach gezeigt, dass ihm sein Erbe egal ist und er betrachtet seine einzige wahre Familie als Ace, Sabo und seine Crew. Daher müssen Informationen über den Hintergrund des Charakters von einer externen Quelle stammen, möglicherweise von Garp oder einem völlig neuen Charakter, der Mitglied der unmittelbaren Familie von Ruffy ist. Wenn dieses Wissen ans Licht käme, wäre es ein bahnbrechender Moment in der Serie. Wie kann Blackbeard zwei Teufelsfrüchte haben? Auf dem Höhepunkt des Marineford-Kriegs überraschte Blackbeard alle, indem er einen geschlagenen, geschwächten Whitebeard hinter einer Decke versteckte und ihm etwas Unaussprechliches antat. Das Ergebnis war, dass nur Blackbeard lebend auftauchte und dies sowohl mit seiner eigenen Finsterfrucht als auch mit Whitebeards berühmter Bebenfrucht. Dies widerspricht völlig jeder etablierten Regel für Teufelsfrüchte in der One Piece Serie, da mehrfach festgestellt wurde, dass, wenn ein Benutzer von Teufelsfrüchten eine zweite Frucht ist, sie sicherlich sterben werden. Es gibt mehrere mögliche Erklärungen für diese Anomalie, die von einer Besonderheit der Dunkelheitsfrucht bis zu einer verzierten Klinge reichen, die die Blackbeard-Piraten besitzen. Eine andere mögliche Antwort wurde im Whole Cake Arc angedeutet, welche enthüllte, dass Big Mom ihre Teufelsfruchtkraft durch den Verzehr ihres ursprünglichen Benutzers erlangte. Vielleicht umgeht diese Methode ja die übliche Zwei-Früchte-Regel. Welche Geheimnisse umgeben die Stimme aller Dinge? Eine der jüngsten Ergänzungen des One-Piece-Kanons ist die mysteriöse Stimme aller Dinge. Dieser bedrohlich klingende Titel bezieht sich auf die Fähigkeit, mit den Stimmen von Tieren und Gegenständen zu kommunizieren oder diese zu hören und wird von Leuten wie Monkey D. Ruffy und Goldie Roger besessen, unter einigen sehr wenigen Auserwählten. Wie das Königshaki scheint diese Fähigkeit etwas zu sein, mit dem eine Person geboren wurde und obwohl man es besser beherrschen und trainieren kann, ist es nicht möglich, die Kraft zu entwickeln, wenn man sie nicht bereits in sich hat. Oder war nicht gerade schüchtern darin, Parallelen zwischen Ruffy und Roger zu ziehen, aber die Stimme aller Dinge ist vielleicht das klarste Signal, dass diese beiden einen sehr ähnlichen Weg gehen. One Piece hat kaum begonnen, die Oberfläche dieses Geheimnisses anzukratzen und es wird sich wahrscheinlich langsam entwickeln, wenn die Strohhüte in der Nähe von Laugh-Tale sind. Was ist die antike Waffe Uranus? Im Water 7 Arc wurde die Existenz von drei unvorstellbaren mächtigen Waffen enthüllt, von denen zwei bereits in irgendeiner Form in der Serie erschienen sind. Das große Kriegsschiff Pluton war das Hauptziel von Sir Crocodile und Spandam und obwohl Franky es geschafft hat, die Blaupausen zu zerstören, könnte das ursprüngliche Schiff noch in der Serie erscheinen. Die zweite Waffe Poseidon erschien im Arc von Fishman Island und war die schüchterne und unscheinbare Meerjungfrau Shirahoshi, die Fähigkeit besitzt, Seekönige zu kontrollieren. Die letzte Waffe, die in One Piece immer noch ein Rätsel ist, ist die Uranus-Waffe. Über dieses alte Relikt ist äußerst
ist wenig bekannt. Es ist schwierig, genau vorherzusagen, wie wichtig die drei Waffen in den kommenden Arcs sein werden. Aber die Fans werden sicherlich herausfinden, was Uranus ist, auch wenn sie es nicht in Aktion sehen werden. Was ist die Geschichte von Monkey D. Dragon? Die wohl einzige zentrale Figur, die rätselhafter ist als Ruffys Ersatzvater Shanks, ist sein eigentlicher Vater Monkey D. Dragon. Es gibt viel über die Beziehung und Familie von Ruffy und Dragon, das noch nicht enthüllt wurde, aber es gibt auch viel zu erforschen, was das persönliche und berufliche Leben von Dragon betrifft. Was genau ist zum Beispiel seine Teufelsfruchtkraft? Der Vorfall auf Logetown deutet stark auf etwas hin, das mit der Wetterkontrolle zu tun hat, aber ansonsten sind die Fans im Dunkeln. Was motivierte Dragon, der Anführer der Revolutionsarmee zu werden? Gegen die Weltregierung und die Marine direkt anzutreten, ist nichts, was eine Person leichtfertig tut, und hinter dieser Entscheidung steckt sicherlich eine emotionale und bedeutende Geschichte. Einige haben sogar spekuliert, dass Dragon ursprünglich ein Marineadmiral war, was eine krasse Offenbarung wäre. Existiert der All Blue? Jedes Mitglied der Strohhüte hat seine eigenen persönlichen Ambitionen, zusätzlich zu seinen Zielen, gemeinsam die Welt zu bereisen und Ruffy dabei zu helfen, der Piratenkönig zu werden. Sanjis Traum ist es, das sagenumwobene Meer All Blue zu entdecken. Angeblich hat der All Blue jede erdenkliche Fischart in seinen Gewässern, was für einen Koch wie Sanji ein absoluter Traum ist. Viele bezweifeln, dass der Ort überhaupt existiert, und Sanji wurde oft verspottet, weil er unschütterlich davon überzeugt ist, dass der All Blue real ist. Vorausgesetzt er existiert, befindet sich der All Blue wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Laugh-Tale oder an einem Ort, der in den Road-Pornoglyphen gezeigt wird, da dies erklären würde, warum es so lange schwer fassbar geblieben ist. Als mein Lieblingscharakter würde ich sehr gerne sehen, wie Sanjis Traum verwirklicht wird. Was geschah während des leeren Jahrhunderts? Niemand hat eine Ahnung, was in den 100 Jahren vor dem Aufstieg der Weltregierung an die Macht passiert ist. Dies ist sehr verdächtig, und es braucht nicht viel, um herauszufinden, dass die Behörden möglicherweise etwas zu verbergen haben, wie genau sie es geschafft haben, die Kontrolle über die Welt zu erlangen. Besonders angesichts ihrer Aktionen in Robins Heimat Ohara. Die Ereignisse des leeren Jahrhunderts werden im Pornoglyphenformat aufgezeichnet, und da Robin einer der wenigen Menschen ist, die die Steine lesen können, sind die Strohhüte in der besten Position, um die Geheimnisse dieser Lücke in der Geschichte vor allen anderen aufzudecken. Von allen Rätseln auf dieser Liste dürfte die Aufdeckung des leeren Jahrhunderts die größten und weitreichendsten Auswirkungen im One Piece-Universum haben und kann durchaus einen Krieg auslösen, dessen Größe noch nie gesehen wurde. Was ist die Bedeutung hinter dem Willen des D? Dieses Mysterium ist eng mit der Hauptfigur und dem Protagonisten Monkey D. Ruffy sowie einer Vielzahl anderer mit D belasteter Charaktere verwoben, wie zum Beispiel Trafalgar Law und Blackbeard. Der Wille des D wird seit vielen Jahren in One Piece angedeutet, und es wurden tatsächlich einige Informationen zu diesem Thema enthüllt. Es ist bekannt, dass der D ein Stamm von vor langer Zeit war, der allgemein als der natürliche Feind der Himmelsdrachen angesehen wurde. Hier endet mehr oder weniger das Wissen, aber das Mysterium um den Willen des D ist mit ziemlicher Sicherheit mit anderen Fragen verbunden, wie dem Mysterium des leeren Jahrhunderts, Monkey D. Dragon und die Gorosei. Wenn also irgendwann Antworten kommen, können sie alle auf einmal kommen. Was ist das One Piece? Das größte Rätsel in One Piece ist natürlich der Gegenstand, nach dem die Serie benannt ist. Die wichtigste Frage ist natürlich, was genau das One Piece ist. Sicherlich könnte jede Menge Gold oder Juwelen eine so lange und gefährliche Reise niemals rechtfertigen. Und Oda hat den Fans auch versichert, dass er zum Glück nicht den Trick "der wahre Schatz ist das Abenteuer, das man hierher bringen musste" ziehen wird. Dies bedeutet dann aber auch, dass die genaue Natur dieses großen Schatzes völlig unbekannt ist. Es könnte eine wichtige Information über die Welt oder ihre Geschichte sein, es könnte eine Person sein, die Roger am Herzen lag, oder aber auch, es könnte eine schreckliche Macht sein, die Roger vor der Welt versteckte. Aber vielleicht ist es auch nur eine Plastikmedaille für den ersten Platz mit Totenkopf. Und das, meine Leute, waren die 15 größten ungelösten Mysterien und Fragen und Rätsel in One Piece. Es war ein Haufen Arbeit, dieses Video zu erstellen. Ich bin auch ziemlich platt nach dem Aufnehmen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Daher würde ich mich dieses Mal umso mehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet und ihr mich weiterhin unterstützen würdet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Euer Kudo, haut rein.